Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr seht, ich bin gerade am Frühstücken, ein Mini-Frühstück, denn es ist schon spät. Und ich möchte euch heute eine der meistgestellten Fragen in den letzten 12 Monaten beantworten. Und zwar heißt die Frage, wie planst du deine Routen? Es ist jetzt 5 Jahre her, da sind wir das erste Mal mit dem Wohnmobil auf einen Roadtrip gegangen. Und damals habe ich angefangen, mit Google Maps mir ein paar Ziele rauszusuchen. Unsere erste Tour bin ich in die Bücherei gefahren und habe ein paar Bücher zum Land Amerika geholt, in das wir reisen wollten. Und habe mir anhand von diesen Reiseführern einige Spots rausgesucht. Natürlich, wenn man das erste Mal in Amerika ist mit dem Wohnmobil, dann möchte man natürlich so viele wie möglich Spots rausfinden oder besuchen. Und so haben wir anhand einer Route festgelegt, in welchem Zeitraum wir was schaffen könnten und haben ein paar Sachen weggestrichen und dafür ein paar Sachen neu hinzugefügt. Kaum, dass wir zu Hause angekommen waren, haben wir aber festgestellt, dass wir an ganz tollen Zielen unmittelbar vorbeigefahren oder vorbeigelaufen sind, weil wir damals noch nicht so aktiv auf Google Maps waren. Und ich habe mir damals geschworen, das passiert mir nie wieder. Und so habe ich angefangen, mir eine Bucketliste anzulegen. Wo immer ich einen interessanten Punkt genannt bekomme, sei es in einer Zeitschrift, im Fernsehen, auf Instagram, Pinterest oder in Facebook-Gruppen, markiere ich mir das auf meiner Bucketlist, also in meiner Google Map, als Punkt. Und so kann ich später, wenn wir in irgendeine Richtung fahren möchten, schauen, was habe ich dort alles markiert und was können wir da alles anschauen in der Ecke. So entstehen meine Routen. Heute kaufe ich keine Reiseführer mehr, denn ihr findet alles online. Und so habe ich mir angewöhnt, meine Reiseziele mit Facebook-Gruppen rauszusuchen. Wenn ich weiß, ich fahre in die Bretagne, dann suche ich alle Gruppen in Facebook raus, die mit der Bretagne zu tun haben und scrolle mich da durch die Pinnwand und schaue, was es für interessante Spots gibt, die ich gerne besichtigen möchte. Und genauso mache ich das, wenn ich zum Thema Schwarzwald, zum Thema Nordsee, zum Thema Ostsee, zum Thema Harz, Westerwald, Deutschland, Europa und so weiter. Die schönsten Plätze werden dort gezeigt, ob es Schlösser sind, Burgen sind, Herrenhäuser, Parks, Ausflugsziele, Strandabschnitte, Flussabschnitte, egal was, Schluchten, Klettersteige. Ihr werdet in alle Richtungen auf Facebook in verschiedenen Gruppen fündig. Und wie man das Ganze jetzt auf seiner Google Map einträgt, das habe ich euch schon in der Staffel 2 gezeigt, aber offensichtlich arbeiten noch nicht viele Menschen oder alle mit Google Maps und deswegen zeige ich das hier nochmal in der Kurzfassung, wie man das auf Google Maps findet und welche Zeichen man dafür braucht und wie man das markiert und abspeichert. Ihr öffnet dazu eure Google Map App. Dort habt ihr oben ein Suchfeld, in dem ihr euren Begriff einfügen könnt oder ihr klickt einfach auf die Karte drauf. Wir möchten heute den Buhlbachsee raussuchen. Dazu geht ihr auf eure Google Map Karte und wenn ihr es schon markiert habt, findet ihr ihn unter diesem Punkt. Wenn nicht, im Suchfeld oben eingeben. Dann könnt ihr auf Markieren oder auf Favoriten, je nachdem, welcher Liste ihr diesen Punkt zufügen möchtet. Ihr könnt auch eine neue Liste anlegen und anhand der Bilder findet ihr dann zu diesem Ausflugsziel schöne Informationen. Auf Instagram findet ihr oft oben eine Ortsnennung und wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auf die normalen Karten raus. Und diesen Namen gebe ich dann auf Google Maps ein und schon wird es mir angezeigt und ich kann es abspeichern dort. Und genauso geht es bei Pinterest oder wenn ihr auf einem Blog seid und dort irgendwas lest oder in einem Buch, in einer Zeitschrift. Es gibt ja viele auch Zeitschriften, die Urlaubsregionen und so weiter vorschlagen. Und so mache ich das mit allen Spots, die ich jemals gefunden habe. Und wenn ihr meine Bucketlist für Europa gesehen habt, dann wisst ihr, dass es eigentlich kaum mehr Plätze gibt, wo ich noch nichts habe. Und ich habe einen Radius um unseren um unseren festen Wohnort gezogen. Und so sieht man genau, was schaffen wir innerhalb von einer Stunde, von 2 Stunden, von 6 Stunden. Und so kann ich entscheiden, was ich am Wochenende oder an einem Urlaubszeitpunkt schaffe zu bereisen. Wenn wir eine Urlaubsreise planen, dann schauen wir zuerst, wo das Wetter schön wird. Denn als Camper möchten wir nicht 2 Wochen im Regen sitzen. Und so hat uns unsere letzte Reise in die Dolomiten geführt. Ihr seht, anhand der Herzen habe ich Markierungen gesetzt, wo ich unbedingt hin möchte. Das war unter anderem der Pragser Wildsee. Dort habe ich eine Markierung gesetzt in Herzform, sodass ich ihn unter all den anderen nicht aus den Augen verliere. Und wir haben uns alle markanten Stellen, die wir gerne besichtigen möchten, markiert und so unsere Strecke geplant. Ihr seht, wir haben nicht nur Ausflugsziele, sondern schon Stellplätze, Parkplätze, Fähr- und Entsorgungsplätze markiert, Wanderrouten, Klettersteige, alles, was es auf dieser Strecke zu sehen oder zu erkunden gibt. Und wenn ihr hier seht, dass es hier keinen Namen gibt, dann habe ich das sicherlich auf dem Weg entdeckt und mir eine Markierung gesetzt für das nächste Mal, falls ich einen Platz brauche. Wenn ihr die Google Map Karte groß sieht, dann erscheinen lauter verschiedene Zeichen, die es lohnt, mal anzuklicken. Jedes Zeichen hat eine Bedeutung und so sind die Türme, Aussichtspunkte, Burgen, Schlösser. Die Fotospots sind mit einer Kamera ausgestattet. Und wenn ihr da draufklickt, dann öffnet sich ein Feld mit lauter schönen Bildern. Hier könnt ihr stöbern. Vielleicht gibt es hier auch Videos oder 360 Grad Rundumblicke und so könnt ihr schon einen Vorgeschmack bekommen, wie es dort an der Stelle aussieht. Ja, und weil das die meistgestellte Frage war in den letzten 12 Monaten, habe ich gedacht, mache ich dazu einen Extra-Vlog. Und ich hoffe, er hat euch wieder ein Stück weit geholfen und zeigt euch, wie ihr mit eurer Google Maps umgehen könnt und wie ihr die benutzen könnt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Sammeln und beim Aufschreiben eurer Buckets, Punkte oder Spots, die ihr besichtigen wollt. Und wünsche euch alles, alles Liebe. Macht's gut. Tschüssi.